Autodiva Nicole sitzt in einem Skoda, ein neues Logo, ja, nicht mehr grün, und das ist der City Go. Der Markus Liersch sitzt neben mir, eben noch in der Wüste, Hallo. Jetzt schon in der City, ja, im City Go. Und der Markus wird mir den City Go hier von innen etwas erklären. Ja, wir gehen mal hier kurz durch das Fahrzeug durch, in groben Zügen. Wir haben hier eine Navi, eine Multifunktionsnavi, die ist auch mitnehmbar als Fußgängernavi zu bedienen. Wir Was haben ist das hier für ein System? Ist das ein TomTom oder ist das ein Navigon? Das ist ein Navigon. Okay. Das ist ein Navigon. Ist gegen einen Aufpreis erhältlich in diesem Fahrzeug. Mhm. Und zwar haben wir hier mehrere Funktionen in einem. Und zwar haben wir hier einmal die Navigation einmal dargestellt. Wir hätten hier unter anderem anzubieten, einen Augenblick, wir hätten hier einmal einen Bordcomputer, der schon fast professionell wie ein Tripmaster aussieht. Wir hätten hier noch anzubieten die Medien, Media Player, Radio in diesem Fall. Wir können auch aufs Telefon umswitchen. Und du musst dann entsprechend verbinden. Genau, das lässt sich dann koppeln. Wir haben jetzt in dem Moment kein Gerät gekoppelt. Aber das ist ein Multifunktionsgerät. Wie gesagt, kann man ausklinken, kann man mitnehmen, kann man in der Stadt auch gebrauchen. Also wie hinten so eine übliche Halterung und dann ganz genau, kann man das mitnehmen. Ganz genau. Ganz Bietet genau. sich ja auch an, wenn man parkt und ist es vielleicht nicht gerade so eine schöne Gegend. Wo genau, dann, ein Knopfdruck und dann kann man das mitnehmen. Ich zeige es gerade mal. Man drückt hier hinten auf den Halter drauf und schon ist das Gerät weg. Ja, das sieht sehr einfach aus. Genau. So, was hätten wir hier noch zu bieten? Wir haben hier so kleine Gimmicks, die immer wieder simply clever sind. Einmal hier vorne links unser beliebter Parkscheinhalter. Genau. Dann haben wir hier noch einen Notizzettelhalter. Der funktioniert genauso. Genau. So. Und was ist der Rekord? Wie viele Notizzettel kann man dahinter klemmen? Ja, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber ich sag mal locker bis zu 10 Stück würde ich da schon. Das testen wir dann später nach dem Video. Das können wir gerne machen, ja. Mhm. So, hier unten in der Mitte haben wir einen Simply Clever Telefonhalter. Das Telefon bleibt hier schlaggeschützt drin, stört auch nicht während der Fahrt. Über eine Bluetooth-Verbindung ist es auf jeden Fall zu gebrauchen. Wir haben hier eine 12-Volt-Dose, da kann man das natürlich auch aufladen während der Fahrt. Gäbe es alternativ, wenn man das jetzt nicht haben möchte, auch das Raucherpaket, also dass man da einen Aschenbecher hätte oder einen Becherhalter? Den haben wir schon inklusive. Wir nehmen den einfach raus. Ah, siehst du. Und da haben wir hier schon unseren Cupholder. Ja? So, wir haben hier auf der rechten Seite, wie bei den Autos üblich, ein Handschuhfach. Auch hier zu bemerken, das geht einmal ganz normal auf. Wir haben hier aber auch einen Handtaschenhalter. Den kann man hier einhängen. Ja, auch für den Detlef. Das geht auch für den Detlef. So, also Handschuhfach ist ja nichts Neues, aber wir haben hier integriert ein Brillenfach. Ich nehme hier mal mein Gestell, also das ist durchaus zu gebrauchen. So, da haben wir die Brille drin. Also, sollte man natürlich während der Fahrt vielleicht die Brille lieber aufhaben. Nein, das ist ja auch in erster Linie für eine Sonnenbrille gedacht. Ne? Genau. Mhm. So, hier haben wir nochmal einen Zettelhalter. Wir haben hier einen Kugelschreiber, den wir hier einklipsen. Und wir haben kleine Gimmicks wie zum Beispiel hier einen Kartenhalter. Da kann man quasi eine Karte, eine Visitenkarte oder was anderes reinklinken. Und wir haben hier vier Münzhalter für Parkgeld. Die werden hier arretiert und das klappert nicht rum. Ganz genau. Das testen wir gleich mal während der Fahrt. Das können wir gerne machen. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns hier in Hamburg und dann können wir auch schon loslegen. Wir sind hier durch. Ja, kleiner City-Flo fährt sich witzig, fährt sich sehr, sehr praktisch. Man steigt ein und fährt. Und das waren jetzt mal die kleinen pfiffigen Dinge, die man hier gefunden hat und die vielleicht nicht jeder so auf Anhieb erkennt. So erstmal vielen lieben Dank. Bitte schön. Und dann bis zum nächsten Skoda-Auto, ne? Wo auch immer. Ja, genau, irgendwo auf dieser Welt. Okay. Alles klar. Danke, ciao, ciao. Markus.